Hallöchen, Popöchen, willkommen zurück bei Johnny Doe allein im Wald, beziehungsweise, ja, Minecraft live in the woods. Woods. Ich wollte auch mal ein paar Brote gemacht haben, ein paar Brote. Brote, sonst gibt's Tote. Flup. 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 So. Huch, hab ich ganz vergessen. Verräten wir doch mal hier. So, Brote. Brote. So eine Schlote mit dem Brote. So. Und Weizen können wir auch direkt wieder. Weizen ist direkt daneben. Zack. Dann haben wir's. So, flupp. Dann können wir eigentlich jetzt Kreide können wir ja eigentlich hier mit irgendwo reinpacken in diese Bastelkisten hier. Kreide. 126 Kreide. Erde können wir noch ein bisschen bei uns behalten. Quatsch, hier noch Salz. Wobei, Salz haben wir doch hier irgendwo gehabt. Ah, da war Salz. Hallo. So, Salz. Ein bisschen Erde haben wir hier auch noch. So. Tiefenentspannt hier. Tiefenentspannt bin ich. Bei der Musik bin ich einfach tiefenentspannt. So. Flup. Was wollten wir denn hier anbauen? Hier wollten wir Kartoffeln. Kartoffeln wollten wir anbauen. Wir wollten unsere Felder weitermachen. Genau. So. Ob das jetzt klug war von mir jetzt hier schon. Nee, das war doof. Nee, das war echt doof von mir, oder? Das war doof, dann weiß ich nämlich gleich nicht mehr, wo ich hin muss. Also, ne? Flup. Dann weiß ich nämlich nachher einfach gar nicht mehr Kartoffeln. Kartoffskis. Flup. Dann weiß ich einfach gar nicht mehr. Das waren Karotten. Ich weiß dann nicht, was wir schon gemacht haben und was nicht. Karotten haben wir schon, ne? Genau, Karotten, da könnten wir vielleicht eigentlich nochmal ein nächstes Feld anbasteln. Anbasteln. Wobei, wir könnten eigentlich auch noch Schweine füttern oder so. Ein bisschen sich vermehren können. Mit die sich. Muss mal vorsichtig sein. Ich springe hier immer so drauf, als ob es kein Morgen gibt. Guten Tag. Als ob es kein Morgen mehr geben würde.
Und dann kiege ich nachher und dann kiege ich und kiege ich und kiege ich und dann ist es schon passiert. So. Ich. Mein Eisenschwert ist fast kaputt. Ja. Wir könnten da hinten. Wir gehen mal zu unserer alten Heimat. Lalalala. Mal gucken, ob da überhaupt noch was lebt. Ich hoffe, ich hätte kein Viech gespawnt. Ich hoffe es so. Hopp. 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 Ich hoffe es. Alter, ist das hell. Alter, ist das dunkel. Oh, mal was Kohle. Ja, gestern eigentlich ein recht interessantes Thema hat der Gronkh in seinem Let's Play bei Minecraft bzw. Life in the Woods angesprochen. Und zwar der Hass. Und das fand ich eigentlich recht interessant, weil, ja, er hat recht. Ne? Er hat sowas von recht mit dem ganzen Hass, der augenblicklich da echt unterwegs ist. Und jeder hat recht und jeder hat, ja, soll man sagen, ne? Ist ein Opfer natürlich und ist ein Pipapo und es ist. Hier wächst eigentlich nichts, ne? Einfach echt. Eigentlich nur zum Heulen, kann man sagen. Eigentlich nur zum Heulen, was da abgeht. Ich bin beruflich viel mit diesen. Beschäftige mich da eben halt durch meinen Beruf da eben halt viel auch mit den Flüchtlingen etc. Und ja, man muss einfach sagen, die ganzen Leute, die sind am Meckern, am Meckern, am Meckern, am Meckern, am Meckern und das können wir eigentlich wegschmeißen hier. Flup, ciao, chup, flau, ciao. Nein, ich hab's wieder aufgenommen. Und es ist echt, ja, zum Mäusemelken, ne, nebenan bei mir in der Firma, mein Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache, ist zum Beispiel ein Flüchtlingsheim, ja, und da sind wirklich so viele nette Leute drinne, ja, natürlich, von den 60 Leuten hat man da auch schon mal, ich glaube, 3 Leute oder was sind das, ja, die kann man in eine Pfeife rauchen, ne? In eine Piefe rauchen. Wa? Die sind frech, die sind alles. Natürlich, da gebe ich euch recht. Da gebe ich euch recht. Die sind sowas von frech, die Leutchen. Da sind aber, ich glaube, ganze 3 Leutchen von, ich glaube, wie viel sind da in diesem, in der Notunterkunft? Ich glaube, ganze, lasst mich nicht lügen, lasst mich mal eben überlegen. Ich glaube, es sind ganze 80 Stück, die immer Melonsamen. Was? Okay. Ja, es sind ganze 80 Stück eben, ja. Die da eben auch häufig wechseln und allen Pipapo, bla, ne? Etc. Ne? Was man eben so kennt. Was war das? So. Und ja, wie gesagt, das wechselt da eben alle paar, ne, Jubeltage, Monate, was auch immer. Entschuldigung. Und ja, das sind wirklich 3 Leute, die man. Au. Ach, da. Es sind 3 Leute eben, die man da in der Piefe rauchen könnte. Was ist ein blödes Skelett da? Haben wir aber bei uns Deutschen noch genauso, ja? Also. Die hat man überall, ja?
Und das liegt nicht weder an den Flüchtlingen oder sonstiges, es liegt einfach daran, dass es so ist, ja, dass man überall eben Leute hat, die man in der Piefe rauchen kann. Die haben wir eben überall. Ich hätte eben schlafen gehen können. Die hat man eben überall und den größten Teil der Leute da in diesem Flüchtlingsheim sind echt sowas von super nett und hilfsbereit und wir schlafen mal eine Runde und also ganz ehrlich, da fühlt man sich echt sowas von pudelwohl und etc., dass die Leute da sind und ich kann da echt nichts, wirklich auch nichts Negatives sagen. Ja. Wie gesagt, da sind es gibt ganze, da drei Männer sind das im Übrigen, drei Männer oder drei Familien, das sind drei Familien, ich weiß es nicht, ne? Und die kann man eben in eine Piefe rauchen, aber wie gesagt, das haben wir bei uns Deutschen ja genauso, ja? Also, das haben wir bei uns auch, ne? Leute, die man in der Pfeife rauchen könnte und von daher. So, ne, ganze drei Leute, ja. Ja, und was sollen die Kinder sagen, großer? Hä? Sorry, hatte Hunger. Ach, die essen doch, ne, Kartoffeln waren doch nicht, weil die Futter, ne? Es waren keine Kartoffeln, die Futter. Ja, wie gesagt, ne? Die Sachen hat man dann eben ebenso. Ne, die Leute, die eben, die man in der Piefe rauchen kann. Ne? Natürlich die Kinder, die sind kleine Halodris, die Kids von denen. Aber auch nur, weil die halt nicht anders kennen. Ja. Aber weder nehmen sie mir den Arbeitsplatz weg. Ja, wie so manche. Die Arbeitsplätze weg. Nein, machen sie nicht, weil die dürfen ja nicht mal arbeiten. Ja, die dürfen gar nicht arbeiten. Und nicht, weil sie nicht wollen, sondern einfach, ja, weil sie es nicht dürfen. Ja? Die dürfen es einfach nicht. Und wie gesagt, von den ganzen 80 Leuten, drei Familien, die man da eben in eine Piefe rauchen kann, ja, wow. Ne? Kenne ich weitaus Schlimmeres. Ja, kenne ich weitaus Schlimmeres. Achso, guck mal, hier hinten sind noch welche. Folgt er mir jetzt noch? Ne. So. Oh hier. Oh hier, Hühnchen. Geht hin und mehret euch. Wie gesagt, ansonsten alle super, super nett, lieb und allem drum und dran. Ja, also. Süß, wie süß. Also, ich verstehe es nicht. Ne? Also, dankbar, grüßen morgens und oh, ich schwöre es, jeden Tag kochen die. Ne? Die kochen jeden Tag. Bei 80 Leuten, die haben eine Riesenküche. Es riecht, oh Leute. Ich kann euch sagen, ich sterbe jeden Tag aufs Neue. Ich sterbe jeden Tag aufs Neue, weil das echt so lecker riecht. Es riecht so lecker aus deren Küche. Ich schwöre, irgendwann stelle ich mich da mit meinem Grill hin. Ja, also wirklich, ich weiß nicht. Das Gemecker, da gebe ich dem Gorn recht. Alle meckern, nehmen unsere Arbeitsplätze weg. Keiner nimmt uns die Arbeitsplätze weg. Niemand. Also ich kann nur sagen, ich habe da echt gute Erfahrungen mit den Leuten gemacht. Ja, sind andere Kulturen.
aber sehr, sehr freundlich. Kann ich gar nicht oft genug sagen. Sehr, sehr freundlich. Und ich gebe es ja zu, ne? Also es gibt eben halt da die drei Leute oder drei Familien, wie gesagt, ja, die ganz in der Piefe rauchen. Aber wie gesagt, die haben wir Deutschen, ja, da zähle ich mich, dich etc. genauso dazu, ja, die in eine Piefe rauchen kannst. Ne? Aber die hat man überall, so ein schwarzes Schaf, ne? Also die hast du überall. Die hast du nun mal überall. Die hast du bei uns Deutschen, die hast du bei Polen. Ja, mit Polen arbeite ich übrigens auch fast tagtäglich zusammen. Muss sagen, sehr, sehr nette Menschen, sehr, sehr fleißige Menschen sogar. Ja, also sowas von fleißig. Da bin ich echt immer wieder baff, wenn die da anfangen, die Lasten und so weiter durch die Gegend zu schleppen. Also das, da kann sich manchmal mal eine Scheibe abschneiden. Und wie gesagt, seien wir mal ehrlich, sollten wir in so einer Notsituation sein, ich glaube, viele, die über die ganzen Flüchtlinge oder anders herkunftmäßigen meckern, ja, die werden die Ersten, die weg wären, ja. Die werden die Ersten, die weg wären, also, Zucchini, Kurkuma, wären die Ersten, die eben weg wären, ja. Und ich habe damit kein schlechtes Gewissen, wenn ich darüber rede. Sojabohnen haben wir so auch. Kein schlechtes Gewissen, wenn ich darüber rede oder auch, wenn ich eben sage, es gibt da eben einen oder anderen, der eine Biber rauchen kann. Ne? Wie gesagt, weil davon ab gibt es da von den 60 oder 80 Leuten, die da wohnen, eben x andere Familien, die eben echt super nett, super freundlich sind, hilfsbereit, ja. Die klauen, habe ich letztens noch gehört. Puh, klauen. Klauen die. Ich würde es nicht unbedingt als klauen bezeichnen hier. ja. Weil, ganz ehrlich, was ich so erlebt habe, da muss ich sagen, das sind nicht die Flüchtlinge, sondern die eigenen Landsleute, ja, denen ich da eben hinterherrennen muss und sagen muss, oh, entschuldigen Sie, Sie haben da etwas unter Ihrem Pullover, unter Ihrer Wäsche versehentlich gesteckt, was Sie noch gar nicht bezahlt haben oder vergessen haben zu bezahlen, ja. Ich bin ja recht freundlich. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Leute es einfach, ne, einfach vergessen haben. Ne, die haben es einfach vergessen. Ich möchte ja keinem was Böses unterstellen. Und dass echt so viel, ja, Hass hier unterwegs ist, das, da muss ich dem Gronkh recht geben. Ich finde das sehr, sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Die Kollegen bei mir aus der Spedition oder aus der Speditionsabteilung, wenn die Waren liefern, beziehungsweise wenn die auch Möbel, ja, wenn die Kollegen, die liefern auch Möbel aus, fahren zu diesen Flüchtlingen sogar sehr, sehr gerne hin, weil die sagen, wenn die Möbel da bis in die, ich weiß nicht, x-te Etage ausliefern, sehr freundlich, sehr hilfsbereit, die helfen bei den jetzt habe ich das, glaube ich, vergessen noch mal zu sehen, ne, vor lauter Gequatsche. Helfen auch beim Hochschleppen, ne? Das müssten die Leute gar nicht machen. Das müssten die Leute gar nicht machen, weil das ist ein Service, den unsere Spedition oder die Speditionsabteilung anbietet.
die Möbel eben dann nach oben zu schleppen. Ja? Von daher fahren die teilweise eben sogar lieber zu diesen, ja, Flüchtlingen, würde ich jetzt nicht sagen, anders herkunftsmäßigen Leuten, ja? Sagen wir es so, anders herkunftsmäßigen Leuten, ne, die aus anderen Ländern kommen. Die uns nicht die Arbeitsplätze wegnehmen, wie so manche eben fälschlicherweise behaupten, weil die eben nicht arbeiten dürfen hier. Und das kommt von unserer Politik. Ja? Und auch dieses Gemecker über die Wirtschaftsflüchtlinge, ja. Wenn ich ein Angebot kriegen würde von einer Firma im Ausland, ja, was besser ist als die Firma, wo ich jetzt arbeite, würde ich meine Sachen packen und ins Ausland gehen zu der Firma, die mir eben ein besseres Angebot gemacht hat. Ja, also wäre ich ja auch auf einer Weise ein Wirtschaftsflüchtling. Oder eben ein Ausländer. Ich wäre auch ein Ausländer. Ja? Und nehme jemanden dem Arbeitsplatz vielleicht gegebenenfalls weg. Einen eigenen... Habe ich gerade einen Creeper gesehen? Nein. Jemanden, der eben aus dem eigenen Land ist. Ja? Und das würde jeder so machen. Jeder von uns, auch von den Leuten, die über die Leute schimpfen. Gestern war es gar nicht. Auf jeden Fall vor ein paar Tagen musste ich echt sehr, sehr doll schmunzeln. Ich musste sowas von schmunzeln, als ich so ein paar glatzköpfige Halbstarke auf der Straße traf, die eben einen aus einer anderen Landherkunft am Beleidigen waren und am Beschimpfen waren mit, die Sprüche spare ich mir jetzt einfach, weil die einfach zu doof sind. Ja, die sind nicht mal irgendwie klug oder ergeben gar nichts. Weder Sinn noch Verstand oder sonstiges. Ja, ich hab Klee. Am Beschimpfen waren mit irgendwelchen bedeutungslose, idiotische Parolen. Und ich musste echt schmunzeln, als ich die Halbstarken angesprochen habe drauf. Und die Leute haben nicht mal Ahnung von unserer Geschichte, muss ich da gerade bei sagen, ja. Die haben keine Ahnung, aber ne? Früher war alles besser unter Adolf. Ja. haben von der Geschichte keinerlei Ahnung, was damals abgegangen ist oder wie es früher war oder irgendetwas in der Richtung. Entschuldigung, ich lache, aber es ist einfach nur lustig, wie bescheiden, ja, ich sag extra bescheiden, diese Leute sind, ja, sind einfach nur bescheiden, ja. Eigentlich wollte ich, weiß ich nicht, ich hätte am liebsten, glaube ich, einen Spendenaufruf für die Leute gemacht, ja. Die echte, ja, ich finde dafür einfach gar keine Worte. Für so Leute finde ich einfach gar keine Worte. Karotten. Auf jeden Fall, hatten die keinerlei Ahnung von irgendwie der Geschichte aus dieser Zeit und Hauptsache erstmal blöde Parolen spucken und danach sind die nebenan, ja, das war nicht weit so weg, hier nebenan, in unsere Dönerbude gegangen, ja, die direkt hier nebenan ist, und haben sich erstmal einen leckeren Döner geholt. Ja, bei Ali.
Entschuldigung, dass ich jetzt Ali sage, er heißt wirklich Ali, ja? mein Dönermann heißt wirklich Ali, kann ich nichts für. Grüße an Ali. Hallo? Hallo? Was habe ich denn da verpasst? Beschimpfen ausländische Mitbürger? Ja? Beschimpfen ausländische Mitbürger und holen sich erstmal einen leckeren Döner. Hä? What the fuck? Was geht in so Köpfen vor, frage ich mich, ja? Und ja, ihr dürft auch gerne darüber Kommentare bei mir schreiben, dass ich mich da raushalten soll, dass ich von Politik keine Ahnung habe. Ich würde mir jetzt nicht als Politikprofi würde ich mich niemals bezeichnen, nein, oh Gott, auf keinen Fall. Aber ich glaube, ich habe mehr Ahnung als manch irgendeine, ja, meckerner Mitbürger, der hier über Flüchtlinge oder sonst irgendwas meckert. Ne? Was übrigens sehr armselig ist, ja. Du blödes Vieh! Du blödes Vieh! Ich würde ja echt gerne mal. Ich würde gerne mal sehen, wer denn so. Haut ab, ihr blöden Viecher. Ja, wie so manche eben sich verhalten würden, wenn hier Krieg wäre. Ja? Wie sich da manche verhalten würden hier. Ich glaube kaum. Ich glaube kaum, dass einer der meckernden Leute, ja, hier bleiben würde. Glaube ich nicht dran. Glaube ich zum Verrecken einfach nicht dran. Ich glaube, wenn hier Krieg werden würde oder eben halt die Wirtschaft schlecht laufen würde, wären es die Ersten, die weg wären. Ich sage, ich glaube nicht, ich weiß. Das wollte ich nur noch mal eben so nebenbei erwähnt haben. No? Ich weiß es nicht, aber ich glaube oder denke oder könnte es mir vorstellen, ja? Dass diese Leute eben die Ersten sind, die weg wären. Und diese echt, wie soll man sagen, schwachmatische Parolen finde ich einfach nur zum Kotzen. Ja? Die finde ich einfach nur zum Kotzen. Damit kann man wirklich niemanden, aber auch wirklich niemanden mit beeindrucken, ja? Es gibt keinen, den das interessiert. Es gibt niemanden, den man damit beeindrucken kann. Sondern man zeigt einfach, wie dumm man ist. Ich finde es einfach dumm. Ja? Für mich ist es einfach nur dumm. Dummes Gelaber. Dummes Gewäsch. Das darf ich so sagen. Das ist meine Meinung dazu. Ihr habt eure Meinung und ich vertrete die meine. Schick. Ich möchte auch niemanden nerven mit dem Thema, aber ich finde, man sollte es doch mal ansprechen. Denn das ist nämlich unser großes Problem, es spricht keiner drüber. Es spricht einfach niemand über diese Themen. Das finde ich eigentlich recht schade, weil ich finde, es sind sehr wichtige Themen, die auch mal, worüber auch mal gesprochen werden sollte. Ups, das war eine.
Scheiße. Wieso ist das Ackerboden? Habe ich die noch nicht ausgetauscht? Habe ich die noch nicht ausgetauscht? Haben sie noch nicht ausgetauscht? Okay. Nein, auf jeden Fall denke ich, ist dieses ziemlich wichtig, dass man mal darüber sich unterhält, darüber spricht, etc. Bla. Was habe ich? Ich habe die. Ich fress die Möhre jetzt so. Schnauze voll. Alter, haust du mal bitte ab. Und seien wir ehrlich, ich glaube, es gibt keinen, der mal wirklich deutsch ist. Ich glaube nicht. Also, kann ich mir auch nicht. Alter, scheiße. Ups. Zack. So. Ja, der wirklich noch deutsch ist. Deutsch. Wie so viele sagen. Entschuldigung, ich lache. Ist eigentlich ein ernstes Thema, aber bei manchen Themen muss ich dann doch einfach mal lachen. Ja? Da muss ich dann einfach mal drüber lachen. So. Flupp. Quatsch, war auch richtig. So. Flop. Flop. Zack. Oh. Wir sind voll. Macht nix. So. Warum ist das Carbon? Ich weiß es immer noch nicht. Das hier ist. Habe ich vielleicht die Karotte noch gar nicht in den richtigen Boden gesteckt? Könnte das vielleicht mal ein Problem gewesen sein? Liebe Freunde. Kokumbaya, mein Lord. Oh. Zucchini. Cantaloupe. Cantaloupe haben wir da eigentlich, ne? Oh oh. Hallo, Hilfe? Oh, oh, Creeper. Oh, oh, viele Creeper. Okay. War, Alter. Das darf nie wahr sein jetzt, ne? Was ist denn jetzt hier los, ey? Creeper ohne Ende und hier noch so ein... Alter, das ist ein Creeper-Minenfeld hier. Ich hoffe. Oh oh.
Ich kann nicht pennen gehen. Ich gehe da unten. So. Eggplane. Ukra habe ich noch gar nicht. Ne? Deswegen haben wir es wahrscheinlich auch hier noch. So, ich würde ja gerne ein wenig hier noch abstecken. Abstecken. Wobei, wir bauen uns einfach ein bisschen tiefer. Ich bin gerade so überlegt. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich mal zu dem Thema, was der Gronkh da gestern angesprochen hat, sagen, weil ich es einfach doch recht scheiße wichtig fand und eigentlich auch ne, recht interessant, weil er da irgendwie ja, sehr, sehr, sehr doll mit Recht hat. Hallo? Das war falsch. So. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Wo, oh, oh. Wo, ho, 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 ho. Wo, ho, ho, ho. Au. Nein. Nein. Das gibt's doch nicht. Ich hab's erst gerade. Oh. Erst gefixt gehabt. Erde? Ich noch gar. Achso. Nee, nee, ich guck nicht. Ich gar kein, kein Bedürfnis nach. Ich vergesse vor lauter bloß konzentriert, dass ich nicht spreche. Ich vergesse hier den Atmen noch. eigentlich brauche ich ja, eigentlich kann ich ja ruhig sprechen, aber ich will nicht. Ich will den nicht angucken. Das ist es. Ich habe immer Angst, dass ich den angucke jeden Moment und dann, ja. Vergesse ich ja sprechen auch schon mal. Sorry. Jetzt habe ich glaube ich ein bisschen zu weit gebaut. So. Oh nee. Was so? Jo. Erfahrungspunkte. Oh nein, ein Creeper. Oh nein, ein Creeper. Weit weg hier. So. Ich glaube, außen. Vielleicht sieht er mich da nicht.
Hallo? Wer bist denn du? Hi! Au! Sag mal! Hast du einer eine Waffel oder was? Aua! Au! 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 Nein! Ich bin gestorben! Hehehehe! Drecksvieh! Es leckt hier von meiner. Ich trau mich jetzt gerade gar nicht raus, ey. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao.